Lena und Valerie möchten nicht nur Expertinnen fürs Eisessen sein, sondern auch fürs Eismachen. Die Studentinnen probieren 4 verschiedene Rezepte aus. 3 ohne, 1 mit Eismaschine. Als erstes die Eispulver-Variante. Lena und Valerie verrühren 200 Gramm des Pulvers mit 350 Milliliter Milch. Zum besseren Vergleich wählen wir für alle 4 Rezepte den Geschmack Erdbeere-Käsekuchen. Zu der Grundmasse fügen wir eine Schale Erdbeeren und einen halben Käsekuchen hinzu. Die Zubereitung ist einfach. Nach 6 Stunden im Gefrierfach ist das Eis fertig. Schmeckt sehr lecker, es ist sehr süß, aber die Erdbeeren, weil manche eben nicht ganz püriert sind, sondern wir ein paar Stücke übrig gelassen haben, es tut manchmal ein wenig weh an den Zähnen. Eisrezept 2, die Mixermachart. Hier kommen die Erdbeeren und der Käsekuchen gefroren in den Mixer. Dazu 300 Milliliter Sahne. Das Ganze erinnert eher an einen gekühlten Quark. Das schmeckt gar nicht nach Eis, oder? Nee, aber nach Käsekuchen. Für diese Quarkkonsistenz, was mir irgendwie zu schwer. Und nun das Kondensmilcheis. 450 Milliliter Sahne steif schlagen, danach 400 Milliliter gesüßte Kondensmilch hinzuschütten. Auch hier kommen vor dem Einfrieren die pürierten Erdbeeren und der zerkleinerte Käsekuchen dazu. Mmh, das schmeckt besser, ne? Ja. Mmh, fruchtiger. Fruchtiger. Irgendwie die Konsistenz ist so sämiger, finde ich. Mmh. Von der Konsistenz her würde ich sogar fast sagen, dass es ähnlich ist wie im Eiskaffee. Zum Schluss das Rezept aus der Eismaschine. Hier wird etwas komplizierter. Ein Eigelb mit einem Esslöffel Zucker cremig rühren, danach 1/4 Liter Sahne langsam hinzugeben. Das Ganze mit zusätzlich 40 Gramm Zucker, einer Prise Vanillezucker und natürlich mit der Erdbeerkäsekuchenmasse 1 Stunde von der Maschine durchrühren lassen. Es war halt gut, dass wir das zu zweit gemacht haben, dass man jemanden hatte, der dann die einen Zutaten reingetan hat und der andere konnte dann mixen. Und wie schmeckt's? Mmh. Erdbeeren, mmh. Ne? Lecker. Welches Rezept liegt bei den Studentinnen vorne? Am besten fand ich das Kondensmilcheis. Es war sehr einfach zuzubereiten. Es sah nicht sehr lecker aus, muss ich zugeben, am Anfang. Aber als es dann fertig war, dann war es ein richtiges Eis. Das Eis, was mich am meisten überzeugt hat, war das tatsächlich aus der Eismaschine. Das ging, fand ich, auch super schnell. Das Kondensmilcheis ist zwar süßer und schwerer als das aus der Eismaschine, aber durchaus eine unkomplizierte Alternative.